Jetzt willkommen zu einem weiteren Stream von Eternal Cylinder. Ich hab gerade erst angeschmissen. Wird jetzt schon wieder rumgereicht. Ich gehe mal in das Menü rüber. Ich bin letztes Mal zum Schluss ja genau einfach zu dem Schrein gerannt. Und habe das größte Weltwund aller Zeiten in der letzten Folge erlebt. Nämlich, dass das Spiel nett zu mir war. Es geschehen noch Wunder. Ich war so schockiert, dass mir die Worte fehlen. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass das Spiel irgendwann nochmal nett zu mir ist, aber es ist passiert. Auf jeden Fall. Heute wieder Eternal Cylinder. Letztes Mal ist der Eternal Stream ja ausgefallen. Ich gucke nur mal kurz in den Sound nach. Sound, alles in Ordnung. Okay. Wo ich den Fisch herkriege, weiß ich. Meine Hauptaufgabe ist ja, die Transformation hier zu saven. Nach den Rüben müsste ich mal übers Kompendium gucken. Ich könnte auch direkt gucken, gibt es hier die Stachelfrucht? Nein, wäre zu schön gewesen. Den Hutpitz, gibt es den hier? Von dem brauche ich nur einen einzigen. Nope. Okay. Ich könnte gucken, ob es das hier irgendwo gibt. Auch nicht. Dann bleiben wir wohl bei den Rüben. Rüben, Rüben, Rüben. Wo sind sie? Das Ding brauche ich ja auch. Auch nicht hier in der Nähe zu finden. Hier direkt ganz oben. Das Spiel kann mir erzählen, was es will. Das Ding gibt es safe hier irgendwo in der Nähe. Auf jeden Fall kann ich mir ja schon mal den dicken Fisch gönnen. Das Zeug habe ich jetzt nur eingesammelt wegen Magen. Außerdem brauche ich die Steine für irgendwas? Ja, ich brauche 10 Steine. Habe ich schon verstaut. Die kannst du einmal rüberreichen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann brauche. Die Pilzlos habe ich, glaube ich, schon verwertet für das Rezept, was ich brauchte. Also ich meine nicht, dass ich sie für irgendein Rezept nochmal benötige gerade. Also kann ich sie eigentlich verwerten. Im Kompendium, wo ist das? Ich kann danach zumindest auch noch gucken. Auch wenn ich meine, dass das eh nur in den kalten Gebieten wächst. Habe ich so eine Pfeifenpflanze schon? Ach, nee, die Pfeifenpflanze brauche ich gar nicht weiter gucken. Ja. Du mach mal Munition. Tschüss. Ich brauche noch mehr Munition. Und zwar ganz schnell. Klar, bei der letzten haust du natürlich ab. War ja sowas von klar. Okay, das Zeug gibt's hier offenbar alles nicht, was ich gerade suchen wollte. Eins bleibt noch auf der Liste übrig. Obwohl, der sagt es auch erst, wenn man so ein bisschen in die Nähe kommt. Nämlich dieses komische Gras für diese Fliegen. Ich denke mal, das ist das, was ich auch am ehesten übersehen würde. Wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin. So, da hinten ist schon mal der fette Fisch. Oh, guck mal, hier ist sogar einer noch mal Ecke näher. Ja, hier am Wasser interessierst du mich eigentlich relativ wenig. Was willst du machen? Das Wasser zerstampfen?
Das Zeug wird gegessen. Ich nehme die Munition. So, und ich habe, was ich haben wollte. Nämlich einmal so einen fetten Fisch. Die Trompete konnte ich mir auch noch nicht bisher absaven. Hätte ich übrigens gerade lieber als das Teil, was ich jetzt gerade habe. Ich habe übrigens auch gesehen, dass mich da was angreifen will. Aua! Geh kaputt, du Hässlichkeit. Diese komische Zungengüsse. Brauchen ein bisschen Leben. Ja. War das jetzt einfach nur nicht mehr in der Liste drin? Nee. Ist einfach noch nicht freigeschaltet. Okay, wo sind denn die Löcher? In der Richtung ist eins. Da kann ja sein, dass ich da das benötigte Material finde. Da unten könnte ich auch einmal nachgucken, müsste mir aber vorher einmal den Filterrüssel geben. Ob da vielleicht irgendwas Spezielles für mich ist. So, jetzt habe ich den Filterrüssel, jetzt kann ich da unten gucken gehen. Wenn einer den Filterrüssel hat, dann hat er den Blick für alle. Die scheinen aber nichts Besonderes zu sein. Boing. Ich würde schon gern hier raus wieder. Danke. Ich habe diese komischen Sporen, die für den Feder nötig sind, da unten gefunden. Okay, die machen mir weiter Munition. Ich knie dich um. Lass mich doch nicht von dir umbringen. Wenn du meinst, mich anzugreifen. Wieso habe ich jetzt noch einen kassiert? Warum will ich mit jemandem was einsammeln, der Inventar voll hat? Nein, leg das mal beiseite. Ich weiß nicht, ob ich es für eine Abspeicherung brauche. Okay, da ist das Loch. Wo ist meiner? Wo ist mein Schar? Ich brauch dringend Leben. Ganz dringend. Ich bin fast tot. So, mal gucken. Habe ich hier unten Glück mit etwaigem Zeug? Ich habe vergessen, dass ich diesen komischen Blasebalg Körper habe, dass ich mich aufblasen kann. Ich habe das tatsächlich vergessen. Okay, hier sind ein paar Kubusse, brauche ich aber nicht. Kann ich allerhöchstens zur Munition machen. Hier nichts mehr. Die Steine gebe ich mal weiter. Was ergeben die beiden zusammen? Große Streubomben. Nehmt man.
Jetzt dreh dich in die richtige Richtung. Janik ist böse zu mir. Der schubt mich rum. Dabei habe ich ihm nie was getan. Ah, hier soll ich eben kurz als Kubus rein. Warte mal, da brauche ich doch noch nicht mal irgendwie das Item schlucken. Ich kann mir einmal kurz den Kubuskörper geben und fertig. Und das brauchte ich nur, um die Plattform zu aktivieren. So, dann gib mir wieder den Körper. Damit ich gleich an die Steine drankomme. Da liegt der große Fisch. Nee, das ist diese komische Schnecke. Naja, das wird so nix. Ich brauche nur einmal kurz Ausdauer. Von hier oben könnte ich drankommen. Einmal kurz so runterpusten. Komme ich da hinten nicht dran? Nee, den treffe ich nicht. Hätte ich die Kugel nicht gemacht, wäre ich dran gekommen. Ach, egal. Ich lasse die Steinchen jetzt Steinchen sein. So wichtig ist es jetzt auch nicht, die mitzunehmen. Da sind ein paar interessante Objekte drin. Ich denke mal, die werde ich auch eigentlich nie wieder brauchen. Kann Sunny ruhig essen. Den werde ich wahrscheinlich nochmal brauchen, diesen Flossensprungfisch. Kai, bewahr mal die Munition auf. Oder war diese Tornado-Dings da? Diese ultimative Munition. Ballonmix. Die Saugläppchen brauche ich eigentlich gar nicht. Das kann ich mir auch bewahren, falls ich mal ganz dringend Wasser brauche. Diesen einen Stein. Ich hole mir jetzt noch das richtige Stückchen Staub hier. Und dann bin ich hier auch schon wieder raus. Von euch nehme ich mal sicherheitshalber den einen oder anderen mit. Ist hier noch einer von denen? Nö. Habe ich jetzt zwei von denen mitgenommen. Weiß ja nicht, wie viel die Abspeicherung dieser Transformation braucht. Auch einer hat die ganze Zeit sogar noch da oben gegammelt. Hat sich hier nicht runtergetraut. Wer war denn der Schelm? Warte mal, das kann ich doch jetzt rausfinden. Schwinn! Schwinn hat sich hier nicht runtergetraut. Schwinn, warum? Die tun dir doch nichts da unten. Vergraben dich doch nur in der Ecke. Nein, 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 nein. Den Pflanzen nicht trauen. Pflanzen sind böse. Zumindest diese. Okay, ich muss weiter in die Richtung. Ein bisschen was zu futtern. Ist da oben auf diesen Statuen eigentlich was drauf? Gucken wir ihn mal von vorne an. Natürlich erstmal gucken. Okay, kein Gegner in Sicht. Ne, ich glaube, die sind wirklich einfach nur Deko geworden. Oh, was haben wir denn da gefunden? Lipbohr. Lipbohr. Da. Das ist ein Vieh zum Einsammeln. Ah, größere Gruppen von den Dingen sind gefährlich. Ich habe den Filter und Rüstung noch drauf.
Das Vieh muss ich aber umbringen. Ich dachte, das wäre etwas zum Einsammeln. Bitte nicht sterben, Leute. Hat der irgendwas getroffen? Nö. Oder? Nee, der hat wirklich nichts getroppt. Der war einfach nur ein Dude, der Gift hinterlässt. Okay. Hat aber trotzdem was Positives, so weiß ich, wie der ungefähr gefährlich ist. Weiß mehr über die Kreatur. Ich mach das Spiel übrigens mal leiser. Ich weiß, dass man mich gut hört, aber ich mach's trotzdem mal leiser. So, ich hab's bei OBS leiser gemacht, weil man kann's in-game nicht leiser machen. Da wäre jemand zum Ausbrüten. Ich habe aber schon eine volle Gruppe. Das Loch. Nimm mal ein paar von euch mit. Oh, hier gibt es dieses Gras. Wahrscheinlich hier im Untergrund. Deswegen habe ich die Suche, auch wenn das Teil nicht sofort anzeigt, dass es in der Nähe ist, trotzdem an. Weil es kann trotzdem in dem Gebiet sein. Das hat nur eine bestimmte Reichweite. Ich werde auch nach den anderen Objekten so einmal suchen. Okay, hier sind Steine und Staub. Ich gebe zum einen das mal eben weiter. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit meinem Zeug. Die brauche ich definitiv nicht mehr. Also kann ich da ruhig das abgeben. Du behältst mal die Munition bei dir, Kai. Und hat dir sogar noch ein bisschen mehr dagelassen. Diesen Litro-Pilz brauche ich auch nicht mehr. Außer vielleicht später für eine Transformation, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich den nochmal brauche. Mein Gott, du hast die Sprungbeine jetzt hüpf. Habe ich mich gerade selber geflamed? Weil das ist, weil der Dude heißt auch Shiny. Im Prinzip habe ich mich gerade selbst geflamed. So, öffne dich. Und was finden wir hier drin? Das Lebensteil, was ich gerade eben gebraucht hätte. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Dreimal das. Er gab doch großer Spaß, oder? Nee. Warte mal, mach das mal kurz zu einer Munition. Dann kann ich das nämlich weitergeben und ihm das in die Hand drücken. Dann kann er es nicht verbrauchen, wenn er nur das hat. Vorsichtig. Ich weiß, ich habe gerade eben gesagt, es ist nicht besonders wichtig, dass ich jeden Stein mitnehme, aber es schadet auch nicht. Vor allen Dingen, damit mache ich mir die Transformation frei zum Teil oder hol mir meine Upgrades. Habe ich jetzt hier unten alles erkundet? Ne, in der Richtung muss ich noch gucken, oder? Hier sind auch nochmal zig viele Steine plus Staub. Okay. Dann sind diese komischen Pflänzchen oben. Weil viel größer ist die Höhle hier nicht. Mein Gott, jetzt spring aus dem Wasser raus. Du hast Sprungbeine. Ich komme aus dem Wasser nicht raus, weil meine Kollegen mich daran hindern. Dafür, Sunny hat dich auch bestimmt dazu angestiftet, mich bloß nicht aus dem Wasser zu lassen. War mal wieder klar. Immer ist es Sunny. So, gib her. Oh, das ist so viel Staub, ne?
Ich weiß, wie das immer klingt, wenn ich es Staub nenne. Ist aber wirklich Kristallstaub. Und so, hier links war jetzt nichts mehr, ne? Oh, hier sind noch Klettersteine für den Parcours. Da vorne ist doch bestimmt noch irgendwas zu holen. Hier sind diese komischen Korallensteine. Die sind übrigens alle gleich viel wert. Was diese, ich nenne es mal, Verstaubung angeht. Die haben da wirklich alle den gleichen Wert. Also es ist jetzt nicht unbedingt wertvoll, hier eine bestimmte Art zu sammeln. Allerhöchstens für Transformationen ist das wichtig, um sie abzuspeichern. So, hier geht's auch noch runter. Aber nicht viel mehr. Okay, ich würde dann jetzt aber sagen, wir sind hier jetzt wirklich fertig, oder? Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Die haben jetzt den Einstein hoffentlich verbraten. Ja, dann kann ich wenigstens den weitergeben. Und Akaya drücke ich mal die anderen in die Hand. Dann kann ich nämlich jetzt dieses komische Gras einsammeln. Boing. Okay, dann holen wir es mal. In der Richtung ist es. Ist es da unten? Es ist da unten. Ich habe den Filterrüssel noch. Jetzt sind sie aber nicht nur das eine, ne? Ich habe auch noch einen anderen Grund, hier unten gerade rumzugammeln. Das nehme ich generell immer mit. Ich gehe aber nicht aus der Barriere hier raus. Ich muss hier hoch. Okay, da ist auch noch mal so ein Gras. Ich brauche noch ein drittes. Komm. Okay, in der Richtung ist auch noch eins. Ein bisschen weiter in der Richtung. Erstmal nach oben. Ich hoffe, es ist nicht außerhalb der Barriere. Ich muss da hoch. Also einmal wieder Jump-Parcours. Wenn das näher ist, warum hat er mir das nicht gerade eben angezeigt? Oh, danke fürs Hochschmeißen. Ich weiß nicht, wer es war, aber danke. Ich brauche einmal Munition. Das gebe ich mal weiter. Ich nehme nämlich erst die Gasbombe. Komm, trau dich. Hab nicht getroffen. Dann weiter. Oh, es ist nicht mal hier da unten gewesen. Das letzte Gras ist da unten, da vorne in der Schlucht. Okay, dann schiebe ich das erstmal auf. Weil, wie gesagt, ich baue noch ein drittes. Hm. Ich kann ja mal gucken, ob mir eins von den anderen Sachen in der Nähe ist, wie zum Beispiel Creme Creme. Was eigentlich nichts anderes als Rüben sind. Einfach mal so ein bisschen rumgucken, vor allen Dingen so in der Waldgegend, da ist es ja recht häufig. Hätte ich das gewusst übrigens, hätte ich das beim letzten Mal direkt mitgenommen. Oh! Autsch. Ich will die Schnecke aufschrecken. Ey, du da oben, dich mache ich jetzt als erstes platt. Komm, pflanz dich hin.
Pflanz dich. Du störst hier nur. So, mal gucken. So kriege ich den nicht aufgescheucht. Ich könnte es mal mit dem Giftrüssel versuchen. Feuerrüssel, Giftrüssel. Warte mal, ich will die anderen ein bisschen weiter von dem weg haben. Funktioniert das bei der Schnecke? Nö, ich muss die halt aufschrecken. Weil die hat eine Perle, die brauche ich. Verdammt, sie hat mich mitbekommen. Ich kann ja mal versuchen. Gib das mal her. Das kann ich mir gerade nicht einfach so geben. Ich verstecke mich jetzt in dem Gras hinter der und versuche die mit dem Dröhnen aufzuschrecken. Die hat halt so eine Perle, die ich brauche. Und die kriege ich mal nur, wenn die Schnecke das Haus verlässt. Warte mal. Tarnhaut. Dann müsste es doch eigentlich gehen. Zusammen mit diesen Tarnbeinen. Tarnbeine und Tarnhaut. Dann kriege ich die mich doch nicht mit. Doofes Vieh. Wie kriege ich diese Schnecke aus dem Heuchlein raus? Hat mal jemand einen Franzosen? Dann geht's. Die essen doch Schnecken. Also wissen sie auch, wie sie die da rausbekommen. Ich weiß, das klang nicht so freundlich. Das muss mir keiner sagen. Mach mal Wasser. Komm aus deinem Häuslein raus. Na komm. Ich glaube, ich kann mal eben kurz was trinken. Das ist halt leider Gottes meine Aufgabe, dass ich die Transformationen holen muss. Dazu gehört leider auch diese komische Haut von denen. Ich kann ja mal kurz weggehen. Vielleicht macht die dann das Häuslein auf. Müsste eh mal kurz was futtern. Sie ist aus dem Haus raus. Nein, ich habe den Moment verpasst. Was war das denn jetzt? Die Schnecke ist nicht wegen mir ins Haus zurückgerannt. Sondern weil da irgendwas runtergeschossen kam. So ganz nebenbei. Ich sammle diese Kügelchen jetzt nur ein, damit ich mal ein bisschen Wasser bekomme. Weil das geht mir gerade aus. So. Du, gib das wieder her. Was wird eigentlich daraus? Warum mach ruhig. Mir geht es ja gerade nur darum, dass die endlich mal aus dem Haus rauskommt. Komm, nur einmal kurz. Die bemerkt halt auch noch alle meine Kameraden hier momentan. Also irgendwie geiern ja auch gerade massiv nur auf diese eine kleine Perle, die sie da hat. Ich brauche nur eine einzige. Und das ist halt schon das Nervige.
Komm! Jetzt mach! Ich kann ja noch mal ein bisschen weggehen. Vielleicht hilft das. So, jetzt hat sie mich ja nicht mehr auf den Kieker und schon reagiert sie wieder. Ich bin da schon zu nah. Oder die rastet wegen irgendeinem anderen Vieh aus. Komm, tu mir den Gefallen. Komm aus den Häuslein raus. Ich tu dir auch nichts. Ich will nur die Perle. Irgendwann geht sie aus dem Haus raus. Nein, noch nicht. Okay, jetzt verkriecht die sich schon wieder. Ich glaube, ich gebe allen mal eben kurz eine Tarnhaut, die sie keine haben. Weil die sieht die halt. Diese komische Hitzehaut kann ich mir trotzdem irgendwann geben. Aber es ist wichtig, dass ich jetzt an diese eine Schneckenperle komme. Okay. Sunny, bist du auch getarnt? Du siehst mir nicht so wirklich danach aus. So, jeder ist getarnt. Abgesehen die von, mit diesem komischen Feuerrüssel. Das finde ich immer noch ein bisschen auffällig. Komm, jetzt geh aus dem Haus raus. Jetzt ist der Moment gekommen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Hapse. Oh. Ich hab die dumme Perle. Für die eine Perle musste ich jetzt so lange warten. So, jetzt habe ich sie. Ich kann hier noch so ein bisschen rumgucken, ob ich jetzt Objekte der Begierde finde. Aber ich zweifle da schon so ein bisschen dran. Nach diesem komischen Hutpit zum Beispiel brauche ich gar nicht suchen. Wonach ich nach am ehesten halt suchen kann, ist Creme. Und wo ist es? Diese komischen Gräser von den Fliegeviechern. Die halt in der Richtung sind. Wenn ich Glück habe, könnte ich das einsammeln, was da hinter der Barriere ist. Wenn, dann aber mit voller Ausdauer, bitte. Das ist nämlich genau in dem Loch. Es ist im Bereich des Möglichen. Okay, da ist es. Ich habe es auf jeden Fall eingesammelt. So, jetzt schnell zum Turm. Das andere Zeug konnte ich hier nicht finden. Wäre nicht möglich gewesen. Weil das eine Zeug, das wächst nur in kalten Gebieten und diese Rüben, die findet man nur in Wäldern. So, auf jeden Fall. Mutationsbaum. So, das wäre auch abgeschlossen. Auch hier finde ich nur in der Wüste, in der Eiswüste. Da brauche ich generell irgendeine Wüste. Beziehungsweise brauche ich spezielle Bäume. Da brauche ich dann halt nicht mal wirklich gezielt nach diesem komischen Etwas suchen.
Hier gibt es zumindest die Rüben. Einmal kurz auf Karte gucken. Okay. Ich kann hier in Ruhe weitersuchen. Da vorne sind die Rüben. Prima. Aber ich glaube... Nee, es sind drei. Oh, der Mathematiker ist mal wieder da. Darf ich eben kurz... Ich weiß nicht, welches davon es ist, aber ich kann eins abhaken. Das hier war's. Wie gesagt, für den Rest brauche ich eine Wüste. Ich könnte allerhöchstens hier nach diesem Wasserding Ausschau halten. Meine Liste suchen. Da, diese komische Frucht. So, was veranstaltest du? Guckst du mich jetzt nur an? Beobachtest du? Irgendwas hast du auf jeden Fall vor. Ich nehme mal ein paar von dem mit. Nicht, dass ich sie später nochmal brauche. So, bin jetzt an Land. Was hat der da oben vor? Also nebenbei, wie konnte das Vieh mich da eigentlich finden? Soll ich zu dem hin? Achso, der will mir nur versuchen, alles zu löschen. Ja, scheiße, ne? Ich hab die schon alle abgesaved. Was war das auf der Karte? Da war irgendwas links. Ist das ein Event, was ich vielleicht verpasst habe? Ja, momentan kann ich hier nicht wirklich was machen. Doch, irgendwas können die da gerade wegbrennen. Ich weiß nur nicht was. Das Teil behalte ich mal. Ich will das da unten hinpacken. Danke. Ich weiß nicht, was die mir weggebrettet haben. Die treffe ich nie im Leben. Die sind zu flink. Warte mal, man kann auch so von der Seite ein bisschen gucken. Das sieht aus wie so ein schlafendes Tier. Hätte ich da hingemusst? Ich glaube, ich muss wirklich einmal kurz vorne zu dem Mathematiker. Ja, ja, versuch mir ruhig was zu löschen. Ich weiß, was du mir gelöscht hast. Nämlich dieses komische Dröhnen-Ding. Das ist der Teil, womit die mir noch auf den Keks gehen können. Vor allem, weil die mich einklemmen. Ach so, ich sollte nur eine Zeit lang überleben. Gibt mir das Lebensding rüber. Ich brauche das. Und dann gebe ich denen eins auf die Mütze. Hast du davon? Du auch? Da bitte. Die haben sogar was fallen lassen. Luminosierende Haut. Ach, ist das irgendeine Insta-Transformation? Das hatte das eine Vieh letztes Mal auch abgelegt. Dann hatte ich mich nicht vertan. Der hatte das wirklich sofort verwertet. Bin ich nicht mehr interessant genug, weil ich stinke? Hm? Mann, die sind auch so wählerisch.
Damit kann ich nichts anfangen. Ich müsste da einmal zu dem Turm hoch. Ich gucke mal kurz auf der rechten Seite, ob da was sich besser anbietet. Wie gesagt, hier ist eh keins der Objekte, was ich gebrauchen könnte. Was ich aber immer gebrauchen kann, sind diese Pilze. Weil daraus kann man echt gute Munition herstellen. So. Ja, da könnte ich Leute wiederbeleben oder austauschen. Brauche ich zurzeit nicht. Ich futter jetzt einmal voll. Guck, ob auf der anderen Seite besser geht. Das scheint aber genauso schlimm zu sein. Ich sehe da nicht mal irgendwo einen Turm in der Nähe. Also muss ich links rum. Ich habe gar keine andere Wahl. Na komm, wenn hier schon Waldgebiet ist, nehme ich wenigstens ein paar von den grünen Dingern mit. Keine Sorge, ich sehe die Barriere noch. Ich bin nicht blind. Viele Leute denken es, aber ich bin's nicht. So. Warum auch immer das bei ihm ist. Mir ist übrigens egal, ob mein Char stinkt. Ich bin stolz, ich sein zu dürfen. Also fertig. Nee, jetzt aber mal Real Talk. Wenn man weiß, dass man so extrem stinkt wie der Trepum gerade, den ich spiele, dann sollte man schon mal drüber nachdenken, sich zu waschen. Spätestens dann. Hau ab. Ich sagte, hau ab. Nee, du hast den Krieg angefangen. Ich führe ihn zu Ende. Jetzt bist du nicht mehr so mutig, ne? Ich hatte kurz die Befürchtung, dass es zählt, wenn die da rausrennen. Ja, ich habe keine andere Wahl. Da, jetzt sehe ich das auf der Karte. Das ist ein Kopf. Warum ragt da ein Kopf aus der Erde? Wäre da denn auch ein Turm gewesen? Ich will das einmal von der Seite gucken. Wäre da in der Nähe ein Turm gewesen? Kann ich ja am besten von hier aus sehen. Nein, ich hätte da sowieso nicht hingekonnt. Okay. Muss ich mich nicht schlecht fühlen. Weil der Riesenkopf, der im Boden hängt, der ist halt auch mega interessant. So, ein Moment. Ich brauche mal kurz einen Moment zum Überlegen. Hier drumherum und dann direkt zum Turm. Okay. Eine bessere Option haben wir nicht. Ich hätte zwar noch die Schwimmhäutfüße, aber die bringen nicht wirklich was. Damit käme ich niemals schnell genug von Fleck. So, da vorne ist eine blaue Gaswolke, wenn ich mal über den kleinen Hubbel käme. Dass mich so ein kleiner Hubbel schon auffällt. Das ist eigentlich das Beste, was einem unterwegs passieren kann. Diese komischen blauen Pilze da, die dieses blaue Gas von sich geben. So, komm. Als ob das schon so nah ist. Ich roll schon so schnell es geht. Wie hätte ich das denn machen sollen? Ist die einzige Option wirklich durchs Wasser?
Es ging nicht schneller, Leute. Ich bin durchgerollt. Man kann kein Speed-Upgrade fürs Rollen kriegen. Zumindest wüsste ich noch von keinem. Ich lese hier gerade. Ich könnte durchs Wasser einmal versuchen. Ist aber auch nicht safe, ob dann alle durchkommen. Auf der anderen Seite ist halt genauso wenig ein Turm. Also ich gebe mir einmal die Schwimmhäutfüße. Offenbar ist da lang ja der falsche Weg. Hier ist halt ein Turm. Ich kann noch mal ganz nach rechts gehen und über die Karte gucken, ob ich vielleicht den Turm einfach nur nicht sehen konnte, obwohl der nah genug sein müsste. Nee, gibt offenbar nur den Weg durchs Wasser. Gib her. Ich habe jetzt gemacht, dass ich im Wasser überleben kann. Wenn ich es durchschaffe, dann schaffen es die anderen auch. Die werden mir hinterher geportet. Ich versuche jetzt einmal den Wasserweg. Ich habe alle Wasser-Upgrades, die verfügbar sind. Man kann nicht schneller schwimmen. Kann es sein, dass er ab einer bestimmten Reichweite einfach Gas gibt, der Zylinder? Wie gesagt, schneller geht nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass dieser Weg schneller ist. Vor allen Dingen, ich muss ja trotzdem noch einen halben Kilometer da über das Land rollen. Irgendwas ist da hinten zum Analysieren. Lieber Charakter, kleiner Drehbumm, roll einfach durch. Ich weiß nicht, wieso der Weg jetzt funktioniert hat. Ich war ehrlich gesagt viel langsamer als davor. Ach warte, das ist das Vieh, was ich suchen soll. Jetzt komme ich drauf. Was ist das für ein komisches Etwas? Ein Tetraedon. Die wurde einem Verein entrissen. Also es gibt diesen komischen Stinkekäse, der einem die Kristallhaut gibt. Wofür die nötig ist. Einen der vorherigen Streams angucken. Jedenfalls habe ich es durchgeschafft. Ich könnte jetzt auch einmal auf einen dieser Köpfe draufklettern. Möchte ich ehrlich gesagt auch machen. Ich möchte kurz gucken. Wo ist es da? Und unter anderem Mutationsbaum, aufblasbarer Körper und wo sind die Sprungbeine? So.
Damit ich wieder nach oben komme. At last, one of the creatures was walking around carelessly in the corrupted plains. Das Vieh kann die Würmer essen. Also die Schlangen. Was to steal its core, or more precisely, the core it had stolen from whatever. Soll ich das Vieh umbringen oder soll ich in es reinklettern? Though slow and uninterested in the tiny Trevor, had a frightful layer of teeth protecting its prize. Ja, ich denke mal, ich muss es umbringen, oder nicht? Could a nimble enough Trebum snatch that prize right out of its jaws? Die erste Idee, die mir kommt, ist es halt umzubringen. Nun werde ich mich wahrscheinlich schuldig fühlen, wenn das Vieh eigentlich überhaupt nicht an mir interessiert ist. Mir kommt auch in den Sinn, wie es schafft, die Schlange aufzuessen, weil es ist ja dick genug, dass es drumherum passen würde und es hat ja innen die Zähne. Kann man irgendwie auf das Auge draufklettern? Wenn ja, wie? Ich sehe gerade keinen Weg hoch. Oder kann ich mich hochbacken? An manchen Punkten kann man sich nämlich als der Luftballon nach oben backen. Ich sehe jetzt aber nicht, dass es sich nach oben backt, das Vieh. Haben diese Köpfe denn irgendwas zu bedeuten? Oh, jetzt klappt es. Ich denke mal nicht, dass das so gewollt ist, wie ich es gerade gemacht hatte. Ich finde, das ist generell ein lustiger Anblick. Okay. Ich kann das eigentlich komplett vergessen. In ihm rumrennen, wenn es um Schnelligkeit geht, sind diese Viererbeine ja effektiv. Oh, hier kann ich nach oben fliegen. Wäre dieses eine Vieh nicht in mich rein? Du abscheuliche Hässlichkeit. Käme ich hoch genug? Nee. Da vorne ist auch irgendein komischer Tempel. Kann ich ja einmal hin. Weil auf der Karte ist jetzt nicht wirklich hier ein Punkt, das mir sagt, hier ist ein Schrein, komm her. Da ist diese komische explosive Frucht. Ich nehme mal drei mit. Damit ich von den Szenen dabei habe. Weil ich weiß ja nicht, ob man die für eine Transformationsspeicherung braucht. Auf jeden Fall kann man aus denen auch richtig gute Waffen gewinnen. Also allein deswegen lohnt es sich schon, die eigentlich mitzunehmen. Weil die Waffe davon, die ist richtig stark. Ja, aber nicht die Version. Da sind komische Schnecken dran. Das sind diese komischen Giftschnecken. Ich hab's umgebracht. Warte mal, hier steht doch was. Was soll mir das sagen? Also zuallererst, was ich mir natürlich denken kann, ohne im Filterrüssel geht da gar nichts. Weil da drin war auf jeden Fall giftig. Ich kann mir gut vorstellen, hier die Viererbeine sind da drin wichtig, weil man damit schneller rennen kann. Und vielleicht die Tarnhaut, damit es mich nicht sieht. Jetzt muss ich sowieso warten, bis es einmal hier wieder langkommt, ne? Ich könnte natürlich auch noch
im Plan A versuchen und es einfach versuchen zu killen. Wie heißt das Ding überhaupt? Also von der Form her müsste ich doch eigentlich im Kompendium sofort erkennen. Grashkatla. Es ernährt sich hauptsächlich vom Megafauna aus. Was denn? Ich lese mir das ja halt gerade durch. Was ist denn Schreckkastobak? Also den großen Gar, klar. Den haben wir schon gesehen. Auch die Himmelstruhe, das ist die Riesenschlange. Aber was ist ein Schreckkastobak? Müsste ich mal gucken gleich. Warte mal, vielleicht habe ich das ja. Irgendwo in der Liste. Kurz den Namen nochmal gucken. Schreckkastobak. Ne, das ist wahrscheinlich das hier, was hier noch fehlt. Ich hatte das Kompendium, was die Kreaturen angeht, auch langsam voll, ne? Aber unglaublich, dass es ein kleineres Vieh gibt, das sich ausschließlich darauf spezialisiert hat, die Riesenviecher zu fressen. Aber nicht lebendig, sondern nur, wenn sie schon tot sind. Kann es vielleicht sein, dass das hier einfach dazu da ist, das große Vieh aufzuhalten, dass ich da einmal rein kann? Das hier ist sein Laufweg. Der kommt hier eh gleich vorbei. Mir wäre es lieber, wenn ich da alleine drin bin. Also, dass die anderen mir nicht da reinfolgen. Da vorne kann man drauf. Warte mal, ich gehe da vorne hin. Das ist näher dran. Warte mal, soll man vielleicht das hier dem zu essen geben? Kriegt man deswegen so viele davon? Lass mich da drauf! Ah, das ist ein Hindernisparcours. Aua. Hab es. Ich weiß nicht, ob es nachwächst, aber ich habe es. Könnte man ja gleich mal beobachten. Ich würde jetzt nur interessieren, ob man das Vieh wirklich beschädigen kann. Bei mir wirkt das Vieh allmächtig. Nö, das juckt es nicht im geringsten. Ich guck gleich mal hier von der Seite, ob sich das etwas, was in dem drin ist, erneuert. Nee. Okay, dann gönne ich mir mal das Himmelstruhler etwas. Ermöglicht es den Tretungen, das Lied der Himmelstruhler zu singen und sie so herbeizurufen. Also muss ich jetzt die Himmelstruhler rufen. Die Transformation sieht auch so merkwürdig aus. And it was time for its voice to be heard. Also damit kann ich die Himmelstruhe rufen. Nur damit sie jetzt auf meiner Seite ist. Ich darf keine Transformation nehmen, die diesen Körper hier beeinflusst. Ich gebe mir einmal kurz die Sprungbeine wieder. Damit ich höher komme. Wie gesagt, ich gucke gleich bei dem nochmal hin.
Ob sich das etwas, was in ihm drin ist, erneuert? Weil ist ja auch vom Prinzip eine Transformation, die ich mir saven muss. Was passiert eigentlich, wenn man das hier verfüttert? Okay, das macht keinen Unterschied, weil das ist ja hochexplosiv. Ich wollte mal gucken, hat das irgendeinen Effekt, wenn man es verfüttert? Warte mal. Kai, zum einen schnapp dir die Muni. Weil da ist wieder ein Heslon. Zum anderen mache ich dir jetzt mal kurz die Ballonform und die Sprungbeine. Damit du zurzeit zur Not für mich die größeren Sprünge machen kannst. Weil ich meine, die Kombination hat die Mega-Munition gemacht. Aus dieser Pflanze und der Bombenfrucht. Ja, da bekam man dann die größeren Streubomben. Ich gucke gerade nur, ob ich noch ein gutes drittes Objekt dazu finde. Nö. Dann verarbeite das mal. Und ich futter mich voll. Da sind schon wieder diese komischen Läuse. Die waren nur dazu da, eine Transformation abzusaven. Mann, hau ab, du Hässlichkeit. Within the Trebum of an ancient ritual, a song at the top of a Trebum tower to forge a bond between Trebum and Trefala. That was the purpose of these structures, and luckily one was nearby. Okay. Da muss ich alleine hin. Wo bin ich? Da. Ich wollte ihm nur damit sagen, hau ab. Ich muss das leider alleine durchziehen, Leute. Das scheint gerade singen. Also dachte ich mir. Ich sehe übrigens vom Weiten, dass sich das Teil erneuert hat. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht eingesaugt, dass ich mir das Objekt nochmal holen kann. Ich kann mich übrigens gerade nicht bewegen. Ich habe gerade ausprobiert. Du hast eine sehr beruhigende Stimme. Das Einzige, was ich machen kann, ist saugen. Alter, die Story von dem Spiel. Ich rede gerade übrigens nur wegen dem im Hintergrund nicht so viel. Okay, der wird jetzt irgendwas kaputt machen. Wahrscheinlich den Kopf da, oder? Die so im Bogen ragt. So, da soll ich jetzt gleich hin. Mach ich aber nicht. Ich will erstmal nochmal zu dem Fieder hin. Genau, Kai, du hast einen Job. Ich will mir mindestens 3 von den Teilen, die der dabei hat, eben kurz holen.
Falls man sich absaven muss, dass ich 3 davon habe. Oder nee, warte mal, das Mindeste, was ich... Ich könnte natürlich auch versuchen, mir 10 zu holen, aber das würde, glaube ich, zu lang dauern. Deswegen bleibe ich bei 3. Weil ich habe gesehen, dass es nachwächst. Und bei so einem ultimativen Item kann ich mir nicht vorstellen, dass man 10 davon braucht, um sich die Transformation zu saven, geschweige denn 5. Es ist ja schon so schwer genug, überhaupt da dran zu kommen. Mir fällt gerade noch was ein. Mutationsbaum Filterrüssel. Dem Flammenrüssel überlebt er nicht lang da drin. Aua. Kommen 2 noch. Einer müsste jetzt eigentlich langsam auftauchen. Komm, gib her. So, 1 noch. Dann sind wir hier auch fertig. Hätte ich jetzt nicht eben kurz rausgemusst. Normalerweise gehe ich nämlich immer vor oder nach den Streams mit meinen Hunden. Außer wenn das jetzt so ein Among Us-Stream ist, dann gehe ich safe immer wenn vorher. Und mittendrin komme ich halt einfach nicht mehr zu, wenn Goose Goose Duck gestreamt wird, weil letztes Mal war das 4-Stunden-Stream. Es war null geplant, dass der so lang geht. So, 1 noch und der müsste jetzt auftauchen. Komm, gib her. Gib mir das Herz. Komm, gib her. Ich finde es so schön, dass das überhaupt nachwächst. So kann ich wenigstens nur mal sicher gehen und es mitnehmen. Hallo, jetzt tauch auf. So, jetzt kann ich hier raus. Jetzt habe ich 10 Herzen, die verstaue ich und kann wieder meinen nutzen. Obwohl, zum Hoch wäre Kai besser. Ich habe so oder so die Transformation abgespeichert. Also die Objekte dafür jetzt mitgenommen, dass ich es mir abspeichern kann. Ich habe safe genügend dabei, was das angeht. Bei 10 ist das höchste, was es verlangt. Ist die Transformation vielleicht dazu da, um die Köpfe zu zerschlagen? Also generell? Was ist denn das? Okay. But we do not share your gift. We have lost so much. If we die, there will be nothing to remember us by. And if we live, it will be as shadows of our ancestors. But when the cylinder's dreams spill into the world, a glimpse of hope tumbles out with them. Fragments of our past. Vom Prinzip her sind die doch eigentlich vor dem Zylinder sicher. Weil die hängen noch weit über dem Boden. Wenn du weiter redest, hol ich mal eben kurz was zu trinken dort. Akaya, sammeln wir mal generell hier so ein bisschen Zeug auf. Voice urged them to go forward and reclaim the memories of the Trawala. Ich gönne mir hier so ein bisschen mal.
auch ein paar mehr von den grünen Kapseln hier. Weil ich brauche dringend Wasser. So, und was kann ich jetzt hiermit? Warte mal, der will drei bestimmte Transformationen da gerade haben. Habe ich die überhaupt? Ich weiß nicht, was der von mir gerade verlangt. Naja. Ich habe, was auch immer das hier ist. Könnte ich mir mal eben kurz futtern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Du Halerbeine. Ein koordiniertes Fragment der Geschichte der Tuhala. Ach, brauche ich Tuhala-Objekte jetzt, oder wie? Soll ich nochmal da auf den Turm klettern und singen, dass sie vielleicht den anderen Kopf auch zerschlagen? Ich kann es ja mal versuchen. Der Versuch alleine schadet ja nicht. Weil dann wäre das ja eine Bestätigung dessen, dass ich die Fähigkeit noch ein paar Mal brauche. Vor allen Dingen, wozu brauche ich diese Beine? Jetzt einfach nur als Deko, oder? Wozu habe ich die Truhala-Beine? Also ich kann die jetzt nicht mehr weggeben. Weil ich das Gefühl habe, ich brauche die noch. Ja, komm, jetzt komm runter. Ich komm da nicht mehr drauf. Das Wasser hier giftig? Das ist ein Giftsumpf. Los, raus da. Müsste auch mal was Futter geht, die wieder vollstopfen. Ich roll hier unten lang. Ah, wenn man schon davon redet, ne? Mann, weg mit dem Wurm. So, ein bisschen vollgestopft. Warum ist das schon wieder dieser doofe Wurm? Hau ab! Ich brauch dich nicht. Okay, auf jeden Fall. Ich roll jetzt mal zum nächsten Turm. Beziehungsweise zum nächsten. Ich stopp das Teil mal auf. Was ist denn überhaupt jetzt mein nächster Auftrag? Einen Tuhala-Drehpunkt fertigzustellen, oder... was ist mein Job? Guck mal, da wäre noch so mal ein Vieh gewesen. Super. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Ich sehe ihn sogar. Es wäre gut, wenn der Drehpunkt, der die Tuhala-Sachen hat, nicht gelöscht wird. Das wäre super. Hau ab. Der ist noch nicht angekommen.
Jetzt ist der Zylinder angekommen. Jetzt kann ich hier auch rein. Hallo? Außer da ist ein fetter Verteiler, den ich jetzt erstmal platt machen muss. Ich brauche Munition. Es ist nämlich leichter, die Viecher einfach abzuknallen, als versuchen, das Dall runter zu pusten. Damit meine ich jetzt nicht den da. Okay. Diese komischen Blasbalg-Dinger da. Oh, das muss ich umbringen. So, zwei von diesen komischen Dingern einmal mitgenommen. Und wieder so ein Zuckending. Dich muss ich umnieten. Komm bitte einmal runter. Vielen Dank. Ich sehe die Kristalle, die da gedroppt hat. Und sammle natürlich erstmal die scheiß Pilze ein. Ich will den scheiß Kristall und nicht die Pilze. Mann. So, und da ist irgendwo noch ein Vieh, das ich umnieten muss. Vorher kann ich nicht in den Schrein rein. Okay, komm her. Oh, hier ist die Wasserfrucht. Irgendwo. Ich hab den Filterrüssel noch. Es kann sein, dass die da unten ist. Na los, komm her. Bei dir ist es, glaube ich, einfach, wenn ich es runterpuste. Laden, automatisch speichern. Ich wollte nicht durch die Barriere. Gut, dass das noch ging. Sonst hätte ich den letzten Checkpoint gemacht. So, hier noch ein paar Kristallherzen für dich. Wo ist dieses Loch? Da. Ich hole erst das Wasserobjekt. Damit ich die Transformation hier endlich abspeichern kann. Nebenbei, Kompendium. Du darfst mir die auch gerne wieder anzeigen. Ah, in so einer Höhle war ich mal gefangen. Daran erinnere ich mich noch gut. Aber jetzt habe ich ja jemanden, der gut aus Löchern wieder rauskommt. Und genau der ist natürlich gerade nicht hier mit dabei. Doch da. Warum meldet sich jetzt mein Virenschutz? Egal. Okay, das ist nur Deko. In so Untergrundregionen, da kann man auch hin und wieder die Teile aus der Wüste finden. So, davon sollte ich jetzt genügend haben, oder? Jawohl. Trotzdem aber noch eins mitnehmen, weil ich nicht weiß, ob ich gleich noch eins brauche. Hier sind sehr viele Kristalle. Vom Prinzip her könnten die beiden einfach gegessen werden.
Ich kann es ja eh direkt wieder umändern zum aufblasbaren Körper. So, hier wird jetzt einmal groß gesammelt. Das kann ich jetzt einmal kurz weitergeben, damit ich hier wieder ein bisschen leeres Inventar habe. So, gib her. So, die kann ich mal eben kurz einfach irgendwo verstauen. Weil der eine hat ja noch voll. Ist halt einfach nur sehr viel Staub, was ich dadurch kriege. Sagt man nicht wirklich nein. Wenn man kann, würde ich auch über diese dritte Augenfähigkeit die Staubadern suchen. So, was könnte ich eigentlich als nächstes auf die Suchliste stellen? Ja, den Hutpilz, würde ich sagen. Obwohl, den werde ich hier nie im Leben finden. Warte mal. Das hier kann ich auf Suche stellen. Das könnte ich immer noch in den Löchern finden. Ach, wenn du es schon siehst, irgendwo ist es pink, dann weißt du, diese Kristalle sind da. So, einer ist, glaube ich, ins Wasser gefallen. Ach, ist auch egal. So wichtig ist ja als Einstein auch nicht. Ich meine nicht den Wissenschaftler. So, ich habe hier alles gesammelt. Dann kann ich ja jetzt in den Schrein reingehen und gucken, was ich mir jetzt freischalten kann und was ich als nächstes auf meine Suchliste hier setzen muss. Die Liste wird halt langsam echt klein. Da ist nicht mehr viel übrig. Ich würde da gern rein. Danke. Ich sehe jetzt schon die Tohala-Transformation. Ja. Hab sogar das Zeug dafür dabei. Gut, dass das eine Auge noch nicht genutzt war. So, was noch? Die ausfandenbaren Augen. Zusammen mit den Kartoffeln. Ja toll, die finde ich auch immer. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Das Dröhnteil, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Müsste ich einmal in die Liste gucken. Ansonsten ist nicht viel auf die Liste dazugekommen. Ich gucke jetzt, ob ich die Trompete mir jetzt helfen kann. Komm, zeig mir das Objekt an, was ich suchen wollte. Ich habe übrigens noch gar nicht ausprobiert. Funktioniert Gift gegen den ganz gut, gegen diesen komischen Ball. Habe ich bisher nicht ausprobiert. Gift funktioniert gegen den einfach überhaupt nicht. Okay, hab's zumindest damit mal getestet. Ich kann nicht die Beine bei dem ändern. Ich habe bei ihm die Tarnhaut. Macht auch am meisten Sinn. Gib mir mal die Streubomben. So, dann habe ich wenigstens Ruhe vor dem. Dann gib mir direkt mal die nächsten.
muss aufpassen, dass diese Lichtbiester den mit dem Bein nicht finden. Weil ich kann mir die Beine nicht absichern. Und warum wird dieses eine Objekt schon wieder nicht hier angezeigt? Wo ist es? Es war irgendwo weiter hier unten. Da. Es ist in Ordnung, wenn es nicht in der Nähe ist, aber lass mich wenigstens das auch anzeigen. Dass es nicht da ist. Dafür brauche ich einen Typo Schneef und der ist nicht in der Nähe. Der ist mehr als offensichtlich, wenn man ihn auf der Karte hat. So ist wenigstens diese komischen Trompetenfrucht hier irgendwo in der Nähe. Da, Trompetenblume. Nein. Da könnte ich nochmal ein Truhala-Herz halt mitnehmen. Die brauche ich aber ehrlich gesagt nicht mehr, ne? Ich behalte sie mal, falls ich sie für die anderen Truhala-Teile brauche. Und dich stelle ich wieder auf die andere Pflanze um, weil... Die Trompete, die erkenne ich sofort. Die dann nicht. So. Natürlich werde ich mich vorher nochmal vollfuttern, damit ich hier auch durchkomme. Wenn ich jetzt mal darf. Das wird weitergegeben. Das kannst du hergeben. Muss leider halt den Magen hier gerade bevorzugen. So, falls das Ding mal in der Nähe ist, nehme ich es mit. So, Magen ist auf jeden Fall gefüllt. Let's go. Und das Teil soll mir bitte melden, wenn gesuchte Objekte in der Nähe sind. Ich muss die drei Sachen da unten halt jetzt zusammensammeln. Warte mal, ich steuere jetzt extra dahin. Weil dann habe ich die Ausdauer wieder voll und kann einfach weiterrollen. Oh, hier muss ich einmal kurz fliegen. Schnell weiter. Da sind zwei gestorben. Nein. Nehme ich nicht an. Nein. Ach, warte, kann mir das Teil die Truhala-Beine gar nicht wegrasieren? Das wäre natürlich mega cool, wenn das nicht geht. Ja, mir bringt es halt nichts. Ich muss halt straight durch, ne? Vielleicht beschleunigt das, wenn man zu weit vom Zylinder weg ist? Ist das auch noch so eine Möglichkeit? Ich will rechts rum so ein bisschen. Weil sonst lande ich da unten in einem Loch. Da, das meine ich. Ich kann gleich wieder nach diesen komischen Samen suchen, die ich für die Dröhndinger da brauche. Aber erstmal in Sicherheit bringen. Alter, hier sind so viel. Wieso sind Schwellen und Schärpe jetzt schon wieder gestorben? Ich nehme den Checkpoint jetzt, wo sie noch nicht tot waren. So, Schwellen, Schärpe, lebt ihr jetzt noch? Ja. Ey. Was waren das jetzt schon wieder?
So, Kompendium. Wie gesagt, diese einen komischen Dinger da, die finde ich halt instant. Die sind mega auffällig. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Gebiet nicht mag. Hier gibt's auch nur einen Kopf. They were glad to see two great towers nearby. This was a fortunate turn of events. As soon they would be able to fulfill their promise to the Trawala. But something felt wrong. There was something unnatural about these animals. Could it be that the Eternal Cylinder was aware of the Trebum's actions and was trying to stop them? Die Dinger werden immer fieser. Sind richtige Stinkstiefel. Jetzt nutzen die schon andere Lebewesen aus. Nur um mir die Fähigkeiten wegzusaugen. Sind das nicht die hier? Nee. Okay. Ich muss zwei Köpfe zerschlagen. Wenn ich da oben bin, kann ich mir ja die Transformation geben. Ich brauche einmal Munition, weil da ist ein Ball. Und der wird mich angreifen. Ich kann mir jetzt eigentlich schon die Transformation geben. Da sind sogar zwei von diesen hässlichen. Hau ab. Was ich mal übrigens nachgucken sollte, warum sammle ich die Zungen von diesen komischen Viechern eigentlich ein? Ich habe die Transformation doch schon. So, hier darf ich wieder singen. La 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 la. Mach das Ding kaputt. Entschuldigung, mir kam was hoch. Und so nutzt man die Truhalas aus. Mach's kaputt. Danke. Eine Hässlichkeit weg. Danach muss ich da hinten hin. Was anderes gibt's hier nicht zu holen. Das wird aber gleich wahrscheinlich nochmal schwerer, an den zweiten dran zu kommen. Der erste ist wahrscheinlich easy, der zweite ist der schlimme. Ich kann mir die Transformation beibehalten, weil ich brauche sie jetzt gleich nochmal. Aber wenn das jetzt wieder die Beine sind, dann tue ich die mir ins Inventar. Nee, das ist was anderes. Keine Ahnung, was das ist. Ah, das ist der Rüssel. Das sehe ich da unten. Esse ich jetzt aber noch nicht. Es kann sein, dass sie mir das nach wie vor weglöschen können. So, jetzt wird es wahrscheinlich schlimm. Gut, dass ich das Rad einmal verbessert habe. So kann ich viel, viel länger rollen. So. Gleich bin ich da. Ich versuche von diesen komischen Bällen wegzubleiben. Weil ich habe nicht mehr so viel Munition. Was sich aber natürlich auch ändern lässt. Yannick, ihr bitte. Oh, ich muss durch einen Giftsumpf. Das ist natürlich gemein. Ich habe nochmal drei Pilze. Verbraucht mal kurz irgendeine Sache. So. Der besten Übergang, den ich gesehen habe, war hier. Muss ich aber aufpassen. Oh, da ist irgendein neuer Fisch. Komm kurz her.
Dann habe ich dich wenigstens in der Liste drin und kann dich suchen, falls ich dich brauche. Okay, hier drauf zu kommen war echt einfach. Es war wesentlich leichter als gedacht. Kommt da gleich wieder irgend so eine komische Hand aus dem Boden, die mich umbringen will? Auch wenn das ein sehr interessanter Bossfight war, war der zu viel für mein armes Herz. So, jetzt darf ich nochmal singen. La 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 la, macht das Ding kaputt. Wie viele Tuhalas es hier einfach gibt. Ich will eigentlich auch nicht wissen, wie groß das insgesamt ist. Der wird ihn umbringen, oder? Wasch! The mighty Trawala had been cast down. Was this the end? Nein. Was all in vain? So it seemed at first. Der hat mir trotzdem noch ein Loch gemacht, damit ich rein kann. And a ray of light had escaped the darkness. Die arme Trawala. Where titans clashed and monsters battled. It was only the smallest and most unlikely of heroes who could make a difference. Wir sind diese Helden, die gerade gemeint wurden. Wir müssen dahin. Ich hoffe, ich komme hoch genug. Ach, warte mal, ich brauche gar nicht den hier versuchen zu nutzen. Da ist direkt eins daneben. Kurze Frage, wie komme ich dann gleich wieder da raus? Ist da drin auch so ein Teil? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich könnte mir jetzt diesen Kopf auch mal von oben angucken. Abgesehen von dem Loch sieht der nämlich richtig cool aus. Wie hast du es hier raufgeschafft, bitte? That can change the future. Dann lass uns mal die Zukunft verändern. Lasst mich da rein. Rein da. Ach, so sind die eigentlich aufgebaut, diese komischen Köpfe. Och, nicht schon wieder so einer. They would do so again for themselves, for the Trawala and for the future. Ich kriege hier wenigstens Waffen geschenkt. Ein Moment. Ich weiß ja, wie man den bekämpft. So, gib mir die Steinchen. Der hat jetzt diese Nebelphase, da kann man nicht an den ran. Ich brauche einen davon. Nein! Okay, abhauen. Man darf nicht zu nah an den ran. Wo? Da hinten. Da komme ich nicht mehr hin. Verdammt, ich konnte es nicht mal einsammeln. Okay, die Sprungfelder sind dazu da, dass ich besser von dem wegkomme. Da sind Steinchen. Damit kann ich ihn nämlich abschießen, sobald er den Nebel wegmacht. Pam! Ich glaube, dreimal muss ich ihn treffen. Das war jetzt gerade überhaupt nicht praktisch.
Hab ein. Okay, Feuer. Das reicht, ihn einfach irgendwie zu treffen. Und wenn es das Metall ist. Ich darf nicht in der Luft sein, während der irgendwas macht. Habe ich ihn verbuggt? Nee. Stein. Stein. Feuer! Ich habe zwar auch was abbekommen, aber ich lebe trotzdem noch. Der hat das letzte Truhala-Teil. Okay. Make sure you are prepared, for we shall not be able to return you to this land. Ich soll vorher gucken, dass ich bereit bin. Das heißt, ich soll mir auf jeden Fall Munition vorher machen. Wollen die mir damit sagen? Das Teil zerschlage ich gleich. Das lege ich mal kurz beiseite, weil daraus will ich mir die endkrasse Munition machen. The Trebom had recovered the lost memories. Now, the voice said, they had to keep going. To find the Trawala and renew the ancient bond of friendship. Ich muss eh den jetzt alle beide Teile hier futtern lassen. Okay, ich habe die Truhala-Transformation und die sieht sehr lustig aus, muss ich sagen. Die tragen sie jetzt alle in sich. Heißt das, ich kann mich jetzt stets in den verwandeln? Nee. Okay, ich bin der Besondere in dieser Gruppe, will ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, wie ich es anders betiteln soll. Ja, ich habe noch nicht alle Transformationen holen können. Du bleib ruhig tot auf dem Boden liegen. Dafür ist dein Steinchen. Ich nehme mir noch ein paar von denen hier mit. Weil daraus kannst du dir halt wirklich die extreme Munition machen. Diese riesige, die eigentlich alles zerberstet. Und wenn wir jetzt wirklich so knapp vom Ende sind, dann würde ich sagen, machen wir das heute noch, weil dann kann es sein, dass wir mit dem Projekt hier schon fertig sind. Bin ich zwar ein bisschen schade, wenn ich jetzt schon fertig bin. Komm, eine Tour sammle ich mir noch. Oder wir heben uns das wirklich für einen letzten Stream hierzu auf. Komm, ich sammle jetzt noch einmal hier das auf. Obwohl, scheint nicht mehr verfügbar zu sein. Wo komme ich denn überhaupt raus? Da oben. Einmal den aufblasbaren Körper. Ah, da komme ich raus. Warum ist das hier? Ach, damit ich auch safe rauskomme. Die denken auch daran, dass irgendwer es nicht geschafft hat, sich einmal so einen Teil mitzunehmen. Also soll ich jetzt nochmal zu so einem Turm? Oder ich gucke vielleicht erstmal, ob ich da hinten singen kann. Mach mir hier einmal kurz einen Speicherstand.
glaube, danach käme eh gehende Lehre, ne? Einfach mal gucken. Ich glaube, der Druhala-Körper ist etwas, das nicht gelöscht werden kann. Weil sonst hätten sie mir das gerade eben schon rausgebrannt. Ich stand einmal voll mit, im Licht mit dem drin und der wurde nicht gelöscht. Also ich denke mal, Druhala ist final. Wer von euch hat den Blastball-Körper? Du. Dann fliegen wir einfach drüber. Ist sicherer, als da jetzt drüber zu laufen. Ah, ich kann den Turm hier gar nicht benutzen, weil da die Schnecken sind. Okay, ich würde sagen, wir rollen dann jetzt noch zum nächsten Turm. Und machen dann für heute Schluss und würde sagen, wir machen dann das nächste Mal das Finale. So, natürlich rolle ich hier aber mit voller Ausdauer wenn durch. Wäre dämlich, wenn ich einfach so voll Karacho jetzt da reinroll, wenn ich gar keine Ausdauer habe. Wäre Selbstmord. So, das Rad ist voll. Hungerbalken ist relativ gefüllt. Es ginge besser. Ja. Da ist Turm. Ich gebe dir mal den Filterrüssel. Damit du besser da durchkommst. Und dem Kompendium, der hat es glaube ich schon wieder rausgenommen. Diese komischen Samen. Die muss ich nach wie vor finden. So, natürlich da durch den Rauch einmal durch, damit ich volle Ausdauer mittendrin wieder habe. Roll hier jetzt durch, damit der mich nicht angreift. Ja, die Strecke ist jetzt keine Gefahr. Einmal durch, Leute, damit hier bloß keiner verreckt. The Trepham sensed that somewhere nearby there was another structure like the one they had used to summon the Trawala in the depths of the frozen tundra. And so the Trepham knew. Ja, das Ende ist nah. Ich überlege halt gerade wirklich, soll ich jetzt den finalen Stream machen? Also, dass wir jetzt das Finale machen? Wieso ist Holger gestorben? Einer zum Checkpoint. Warum ist Holger tot? The Trepham sensed that somewhere nearby there was another structure like the one they had used to summon the. Der Holger muss irgendwo da hinten hängen geblieben sein. Sonst wäre er nicht gestorben. The Trepham knew that the end was near. Ja, das Ende ist nah. Ich überlege halt gerade wirklich, ob ich jetzt final streamen. Dass das halt dann wirklich der letzte Eternal-Stream ist. Dann würde ich aber das komplettieren, also mit den 100% dann aber offscreen machen. Einfach weil ich es gerne machen würde. So. Da hinten ist das, um Leute zu holen. Ich denke mal, da ist Turm, um überhaupt da hochzukommen. Ja, komm, Leute, dann machen wir hier jetzt noch fertig. Dann wird das halt mal ein längerer Stream. Für YouTube schneide ich ihn vielleicht in zwei Parts. Aber dann haben wir ein Projekt wenigstens mal fertig. Dann muss ich mich vor allen Dingen nicht mehr zwischen Far Cry und dem hier entscheiden. Weil da muss ich letztes Mal wirklich überlegen, was streame ich jetzt lieber. Worauf habe ich gerade mehr Lust?
Also die Himmelsinsel soll ja wirklich Finale sein. Da vorne kann ich den rufen. Mach ich gleich. Ich kletter mal da vorne hoch. Das Vieh da interessiert mich eh nicht. Ich mache mir vorher auf jeden Fall noch ein bisschen Munition. Dass ich wirklich alles ausnutze, was ich habe. Aber wenn wir jetzt gleich wirklich fertig sind, ne? Dann will ich nochmal darüber reden, wie ich das Spiel fand. Nein, nicht mit diesen komischen Knollen oder Blüten. Ich sollte mir, wenn, Pilze suchen. Ich kann auch mal gucken, ob man damit gut Munition machen kann. Das Explosionsteil ist an sich gut für irgendwelche Bomben. Du musst nur halt ein gutes Gegenstück noch finden. Nee, immer noch kleine Energiebomben. Beziehungsweise mittlere. Nochmal im Kompendium. Zum einen ist eine Trompetenblume hier. Eternal hat gerade einen Crash. Ich muss jetzt kurz neu starten. Mir ist das Spiel gerade abgeschmiert. Das ist kein Witz. Ich starte es gerade neu. Ich weiß nicht, was den Crash verursacht hat. Da stand nur Error und ist abgeschmiert. Ich kann ja auch hier mal kurz gucken. Kapitel 2. Damit ihr mal seht, Kapitel 3. Da war Kapitel 4. Und da ist Licht ins Dunkel. So, wir machen auch weiter. Ich weiß halt nicht, wie viele Kapitel dieses Spiel hat. Aber die Himmelsinsel würde ich dann jetzt heute noch auf die Liste packen, was wir machen. Ich sammle mal die Pilze hier ein. Pilze geben immer gute Munition eigentlich. So. Dann geben diese beiden was Gutes zusammen. Die ergeben eine Streumunition. Das hier kann ich vom Prinzip her auf Akaya drücken, damit der Wasser macht. Muss gucken, ob ich noch ein paar Pilze finde. Weil ich will mir richtig viel Munition machen. Ich muss danach höchstwahrscheinlich kämpfen. Zu 100% muss ich dann kämpfen. Okay, da ist nichts mehr. Natürlich fülle ich mir einmal auch den Magen. Da sind noch mal ein paar Pilze. Warte mal. Ich bin jetzt mal ganz schlau. Kompendium. Ich weiß, die Pilze sind ganz unten. Kukaszahn. Und such die einfach darüber. So. Und dann mache ich jetzt daraus noch weitere Munition. Spende auch noch ruhig aus den Blüten hier ein bisschen Munition basteln. Wenn ich weiß, hier gibt es noch mehr von diesen Pilzen, dann nehme ich natürlich noch mehr mit. Weil die ergeben die richtig gute Munition zusammen mit diesen Bombendingern. Ist einfach richtig gut. Warte, Kukaszahn dazu.
So. Ich mache mir halt gerade richtig viel. Ich will einfach bis an die Zähne bewaffnet sein, wenn das jetzt Boss wird. Ich habe offenbar einen liegen lassen von diesen Pilzen. Die beiden zusammen ergeben das auch, okay. Ich denke mal, mit dem, was die jetzt noch im Hintergrund herrschen, habe ich auf jeden Fall genügend, um mich durchzusetzen gleich. Mittlere Streubomben sind auch recht gut. Ich kann mir zur Not hier sogar noch mal mehr machen. So, hier sind auch noch mal sehr viele Pilze. Ich habe ja sogar noch so eine Ultramunition dabei. So. Pilz plus das. Das nehmen wir mal weg. Die kleinen Pilze esse ich einmal komplett voll, damit ich Magen voll habe. So. Munition ist auf jeden Fall richtig gut gefüllt. Da kann man sich null beschweren. Ich habe sogar noch ein bisschen was an Essen dabei. Und die Wasserdinger packe ich mir sicherheitshalber beiseite, weil damit kann ich zur Not auch noch mit den Pilzen zusammen Munition basteln. Okay, ich denke mal, wir sind bereit. Wenn jetzt hier ein Kampf auftaucht. Wir sind ready. Ich nehme jetzt extra sogar den Finalen hier. Ich weiß nicht, ob danach halt wirklich das Spiel vorbei ist oder einfach nur das Kapitel zu Ende ist. Ach, guck mal, ist sogar extra niedrig gelegen, damit man gut drankommt. Ist ein bisschen schade, dass ich mir nicht alle Transformationen abspeichern konnte. Aber jetzt kann man halt auch nichts mehr dran ändern. Hier sind noch mal ein paar Steine. Kann Sunny ruhig eben kurz mitnehmen. Nein, nicht das Ding essen. Der finale Trupp ist ready. Alle anderen Drehpunkts werden zurückbleiben und werden niemals hinterherkommen. Ich kann halt nicht mehr mitnehmen. Das sind die Drehpunkts, die jetzt ins gelobte Land dürfen. Ich habe mir richtig viel Munition noch vorher gebastelt. Ich habe sogar noch hier einen Wasservorrat. Also ich bin gerade wirklich bis an die Zähne bewaffnet. Und das ist noch untertrieben, ausgedrückt. Ich mache mir gerade sogar noch ein paar Gasbomben. Ich mache mir hier einen manuellen Speicherpunkt. Aber viel mehr kann ich, glaube ich, jetzt nicht mehr weitermachen. Annehmen. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein letzter Kampf gegen den Mathematiker, kann ich mir vorstellen. Nimm mich mit.
Ja, wir werden mitgenommen. Einmal durchrollen. Der bringt uns jetzt halt zur Himmelsinsel. Wie gesagt, das wirkt halt sehr final gerade auf mich. Und ich denke mal, ist auch Finale. Ich konnte halt nicht mehr Leute mitnehmen. Wir fallen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Also in dem Zylinder sind wir damit dann entkommen, oder? So, wir sind auf der Insel. Und wie gesagt, es sieht so aus, als ob wir hier noch einen Bosskampf vor uns haben. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie hier irgendeiner von denen hochkommen soll. Ich finde es ein bisschen schade, wir haben nicht komplett jedes Vieh gesehen. Oder zumindest nicht kartografieren können. Und auch nicht jede Transformation abspeichern können. So, wir sind damit in Sicherheit. Meine beiden Freunde sind auch da. Was genau wird jetzt verlangt? Wusste ich's doch. Ein finaler Kampf gegen den Mathematiker. Den ich jetzt auch abspeichern kann. Wisst ihr was? Die Information geben wir uns noch. Mathematiker. Der Mathematiker ist der mächtigste Diener des Zylinders der Ewigkeit. Diese riesige Chimäre wurde aus einer Kombination von mechanischen Teilen und biologischer Materie vom fernen Planeten zusammengesetzt und ist ein unaufhaltsamer Verstrecker des schrecklichen Willens des Zylinders der Ewigkeit. Nur wenigen gelang es jemals, sich ihm in den Weg zu stellen. Und auch wenigen gelang es, seine wahre Natur zu verstehen und dabei ihre geistige Gesundheit zu bewahren. Was ist dieses bedrohliche Licht? Ich denke mal hier hinterstellen, oder? You must survive. Protect the memories. Just stay alive. The Trawala will help. Ich weiß schon, was mein Job ist. Die Trawalas kämpfen mit mir. Ich muss nur am Leben bleiben. Kommt! Ihr schafft das, ihr da oben! Was ist das? Ihr nehmt mir die Schutzvorrichtungen weg. Das Teil brauche ich jetzt bestimmt wieder. Muss dahinter bleiben. Der nimmt mir jetzt das letzte wahrscheinlich auch weg. Okay, ich dachte, das wäre so ein ich saug es Hochteil. Und der Mathematiker ist hier drauf. Und ich habe nur 3 Munition schon längst verschwendet. So, ich habe richtig viel Munition gemacht. Ich hoffe, es war sinnvoll. Fries! Aua! Ich würde das gerne schaffen, ohne dass einer stirbt. Komm, Tru und Hala, ihr schafft das! Wir müssen nur am Leben bleiben.
Wir machen dich fertig für alle Trepungs, die wegen dir gestorben sind. Oh Gott, der hat rote Todeslaser. Kann ich den nicht angreifen? Jetzt ist Shining schon wieder gestorben. Und Kai auch. Ich will keinen verlieren. Warte mal, liegen die noch hier oben? Damit meine ich jetzt eigentlich nicht deren Waffen. Ich glaube, die fliegen komplett runter. Ich mache noch einmal zurück. Wenn es dann nicht klappt, dass ich alle durchbringe, dann scheiße ich drauf und sag, ja, wenn er einen kriegt, dann kriegt er den halt. Eine Ewigkeit später. So. Ich weiß ja, welcher ich bin. Nämlich der. Jetzt beweg dich! So, die regenerativen Fähigkeiten sind dadurch jetzt erhöht, dass ich die Transformation habe. So, ich muss aufpassen, da kommt das gelbe Licht. Ich kann mich ja mit dem Licht bewegen, oder? Es bewegt sich doch in eine bestimmte Richtung, wenn ich es richtig sehe. Beziehungsweise, die sind immer gegenüber voneinander. Warum gibt es hier eigentlich Kristall? Nein, einer ist gestorben. Sunny, nein! Erst ab 3 mache ich nochmal neu. Nein, Sherpa! Wenn ich nur noch 3 übrig habe, dann mache ich neu. Nein, nicht Kai. Komm schon, jetzt vernichtet die Truhala ihn. Ich habe 3 Leute verloren. Damit kann ich leben. Ich habe auch nicht die wichtigsten verloren, außer Sunny. Verreck, du Dreckiger. Geht's dir gut, Opa? Ich werde mich jetzt für die 3 Toten rächen. Es geht nur in eine Richtung. Der kommt mir sogar entgegen, der Dude. Thank you, my young friends. You have accomplished what thousands of civilizations before you failed to. Das ist die Stimme in unserem Kopf. You've shown that the cylinder is imperfect. It may not have lost the war, but it certainly lost a battle. And that's never happened before. There's so much more I wish I could tell you, but there's not enough of me left, and I have one final goal. So forgive me for inserting myself into your memories and for having to leave them again so soon. Ach, alles in Ordnung. Ab ins Universum! Wir haben es geschafft, Leute!
Die wichtigsten haben überlebt. Oh, so hell. Verreckt doch einfach. Wie ist er überhaupt da hochgekommen? Ich denke mal, wir haben das Spiel jetzt damit abgeschlossen. Der ist sauer. Ja, der ist richtig sauer. Der Zylinder absorbiert ihn. Der Zylinder ist kaputt. Und damit ist das Spiel offenbar vorbei. Ein paar rennen da jetzt noch fröhlich herum. Sind aber nicht bedingt meine, weil da war auch einer von diesen komischen Sushi-Rollen und ich hatte keinen von denen mehr. Ja, Leute. Das war die Eternal Cylinder. Ein sehr interessantes Spiel, wie ich anmerken will. Du erwartest einfach nicht bei 20 Euro so ein geiles Spiel. Ich fand, die Story war richtig schön. Hatte alle Aspekte. Sie war packend, sie war schön, sie war trotzdem auch gleichzeitig scary. Es war eine wirklich mitreißende Geschichte. Das Ende war auch richtig cool. Also, ich kann dieses Spiel nur loben. Ich hoffe, dass es jedem auch gefallen hat, bei diesem Spiel zuzusehen. Ja. Ich werde mich jetzt... Also, mein Mikrofon und... mein Avatar jetzt abschalten und ihr könnt dann den Rest hier genießen. And so the Trebon, who were not the strongest nor the fastest and who did not have sharp teeth, escaped the Eternal Cylinder. They did not become one, but stubbornly stayed many. And they learned to be loyal not only to their own kind, but to others. Their great victory over the inevitable was the victory of generations, of the elders and the Trawala and my own people, whose name I cannot remember. But even as what is left of me fades away, and though one day the cylinder may resume its destruction, I know that I was part of this family, if only for a little while, and that gives me hope.